Ja, moin miteinander. Ja, Leute, heute ist der Tüdelsonntag, denn Mittwoch hatten wir keinen Tüdelmittwoch. Warum ist das so? Ja, aktuell ist hier gerade alles so ein bisschen semi-geil. Ich habe eigentlich für heute ein richtig cooles Video gedreht. Da ging es ums Gasgestänge von dem Knubbel. Können wir uns mal kurz angucken. Das Gasgestänge war ja alles ausgeschlagen. Diesen ganzen Karempel hier, das habe ich alles abgeschraubt. Hier ist eine Buchse drin, schön aus Messing. Das ist jetzt alles stramm. Aber die GoPro. Leute, die GoPro 9, sie macht mich fertig. Ich habe sie jetzt zurückgeschickt. Sie ist in den Niederlanden, ist sie angekommen. GoPro, amerikanisches Unternehmen mit einem Vertrieb in den Niederlanden. Ja, ich war am Drehen. Video war fast fertig. Ich gucke auf die Karte. Karte gefressen. Ja, ich spiele das hier mal kurz ein. Hier werde ich das jetzt mal irgendwie mal einspielen, wie das dann aussah. Zwei Videos waren da. Der Rest war weg. Ja, es war nichts drauf auf dieser Karte. Obwohl sie angezeigt hat, dass sie gefilmt hat. Und bei GoPro, wenn man sie kauft, kann man ein Abo abschließen. Das habe ich auch getan mit dem Kauf von der 9er damals. Habt ihr zurückgeschickt und die schicken mir jetzt Ersatz. Ja, wenn man auf Ersatz wartet, das dauert irgendwie so 10 Tage, 14 Tage so in dem Dreh. Was willst du machen in der Zeit, wenn du keine Kamera hast? Also wird kurzerhand die 10er bestellt. Ja, hier unten rechts oder oben rechts zu sehen, die 10er GoPro. Ob die jetzt besser ist oder nicht. Man wird sehen, also sie läuft flüssiger. Ich habe sie gerade in der Hand. Man hat es vorhin mal ein bisschen getestet und probiert. Sie läuft definitiv flüssiger. Und ja, eine zweite Kamera macht Sinn. Diese statischen Bilder, okay, es wird immer noch weiter statisch bleiben in dieser Werkstatt. Na, hier. Aber ich denke mal, mit einer zweiten Kamera kriegt man doch nochmal eine Perspektive hin. Und ja. Ja, ist so ein bisschen wie der Handyvertrag, oder? Also man schimpft immer drauf, wie schlecht das doch alles ist. Und irgendwie geht man doch immer wieder zurück und bleibt da, wo man ist. Ja, ich werde sehen. Ich denke, die 9er, die hat von Anfang an einen Schlag weg gehabt bei mir. Die hat ja wirklich von Anfang an ihre Zicken gehabt und hatte mit dem guten Mann telefoniert. Die haben einen sehr guten Telefonsupport, das muss man sagen. Die rufen schnell zurück, die kümmern sich um die Probleme. Und er sagte, da ist ein Problem zwischen der Kamera und der SD-Karte, irgendwo eine Platine. Vielleicht ist ein Bruch drin, vielleicht war es ein Herstellungsfehler, ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich werde mit der 10er jetzt glücklicher. Ja. Ist kein Schnäppchen, echt, also, ja, zweite GoPro, zweiter Media-Mod, so ist das, mal sehen. Und, ja, Werbung ist natürlich immer nervig bei den Videos, wenn die Leute es nicht schalten, macht das YouTube selbst, also die Werbung, man ist da mal so ein bisschen, ja, sie ist halt eh da, und das bisschen, was man schaltet, glaub mal, es macht einen nicht reich, und wenn man sich so eine Kamera für 500 Euro bestellt, ja, da muss man viele Schrauben für drehen in so einer Werkstatt, um das wieder reinzukriegen. Genau, so, was ist noch passiert? Gut, GoPro-Kauf ist das eine. Ich habe mir neulich im Internet auf einem Marketplace wieder so einen alten Karempel gekauft. Finde ich jetzt total geil. Ich meine hier die alte K2, wir haben sie jetzt hier für Deutz fertig gemacht. Da liegt sie. Und da habe ich das hier gefunden. Ja, noch eine K2. Ein anderes Modell. Ich glaube, das ist sogar die, die auch bei dem Deutz damals mit bei war. Man hat mich bei Insta angeschrieben, wenn es ein Vorkriegsmodell ist, ist sie gestempelt. Dann ist hier ein Stempel drin. Wenn sie nicht gestempelt ist, ist es Nachkrieg. So, die Dinger sind alt. Das ist so. Ich dachte auch mal, man kann hier pumpen. Dem ist halt auch nicht so. Man muss sie halt drücken und dann kann man sie gießen. Da waren noch so ein bisschen hier alte Trichter mit bei. Auch hier mit so einem kleinen Sieb drin, ob man das jetzt braucht oder nicht, sei vollkommen dahingestellt. Messbecher, halben Liter, ja, kein Boden drin, kann man eigentlich auch so in die Tonne knallen oder als Deko nehmen. Die Ölkannen, wenn man sowas kaufen muss, auch bei Amazon, die Dinger kosten richtig Kohle in Aluminium. Die funktioniert hier sogar, kann man hier schön mit pumpen, toll. Genau, ja, und dieses Modell ist auch schon ein bisschen älter. Deswegen habe ich es noch nicht gekauft. Eigentlich wegen der K2. Hier ist noch so eine alte Giftpumpe mit bei, so eine Giftspritze aus Messing. Da muss ich mal gucken, ob die ins Netz reingeht, da für einen schmalen Kurs. Keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur die beiden Pumpflaschen hier haben oder die drei. Genau, das hat man sich gekauft. Ja,
Dann danke an Marti. Marti hat über meine Amazon-Wunschliste hat mir ein Stativ zukommen lassen. Richtig cool, weil wenn man statisch arbeitet, braucht man auch statische Stative. Besten Dank, mein Bester. Und was ist noch passiert? Noch passiert? warte, ich muss noch mal kurz eine Trennung reinmachen. Mal kurz ein anderes Griffstück anbauen hier. So, Kamera ist jetzt ein Ticken weiter weg. Das ist hier so ein Handgriff 3 Meter teleskopierbar und lässt sich irgendwie besser handeln. Wir machen ja Holz, wie auch viele oder manche von euch bei Insta gesehen haben. Ich mache ja viele Bilder auf Instagram, halt auch Hashtag Stilstyler. Und da sind wir neulich morgen losgefahren in der Früh. Es ist ja morgens noch recht dunkel und ich habe ja hier meine Rolltore stehen. Und an diesem Rolltor hier ist mein Sicherungskasten und da geht ein 16 Ampere Kabel, ist hier durchgeschliffen, liegt über der Säge, geht nach unten und liegt unter dem Tor lang. Genau, das Kabel haben wir da liegen. Wenn wir sägen, dann brauchen wir es hier nicht jedes Mal draußen anschließen und ziehen das Kabel lang, um an der Säge zu kommen. Ja, neulich, was heißt neulich, es ist auch irgendwie 14 Tage her, in der Früh schnell den Deutz gesattelt im Dunkeln, wollten den Anhänger anhängen und nach 3 Meter war die Fahrt vorbei. Ja, Murphys Gesetz, Leute. Ja. Das Kabel ist hier irgendwie vom Reifen gefallen, hat sich um eine Ackerschiene gewickelt und hat das ganze Tor rausgerissen. Ja. Ja. Teile wurden bestellt. Wie das so ist, die Lieferanten haben natürlich alle Schwierigkeiten, besonders bei Aluminium gerade auf dem Markt. Ja, es werden nicht nur die Trecker teuer, es wird alles teuer. Haben wir gestern abgeholt, oder mein Vater hat es besser gesagt abgeholt, ich habe Spätschicht. Jetzt müssen wir die nächsten Tage mal dieses Tor instand setzen. Ist eigentlich kein großes Ding, aber es muss gemacht werden. Oben der Panzer, hier oben, das ist ja der Panzer, den macht man auf, das ist eine Blechabdeckung. Da wird der Panzer aus der Welle gehakt, das sind so eine Mittennehmer, Federn sind das. Und dann wird der ganze Panzer nach oben rausgezogen und dann kommen da neue Teile rein. Haben jetzt 21 Lamellen bestellt. Ich glaube, 19 brauchen wir. 3 habe ich noch liegen. Oh. Ja, Leute, so ist das. Also es gibt auch nicht so schöne Wochen. Besonders, wenn man sich mit dieser Kamera hier rumquält. Ich hoffe, die hier läuft jetzt gut. Die läuft auch wirklich durch, macht ihren Job. Ich hoffe, die nächste, die wiederkommt, macht auch ihren Job. Besser als die andere, weil es war echt ein nerviges Leiden. Wenn wir das Tor instand setzen, ich denke, da will ich auch kein Video von machen. Da mache ich, glaube ich, keine große Kunst draus. Und mit diesem Gasgestänge, ich weiß es noch nicht, ob ich es nochmal filme, ob ich es nochmal auseinandernehme. Das wollen ja doch wirklich viele wissen, wie man sowas buchst. Vielleicht werde ich es nochmal auseinandernehmen. Ich möchte nämlich auch das Gasgestänge weiter nach hinten bringen. Wir haben beim Knubbel ist das Gas hier an der Bremse. Hier sind wirklich nur daumenbreit, ist hier Platz zwischen. Man fährt nur vorne mit der Zehenspitze vom Fuß, drückt man hier aufs Gas. Und wenn man sich hier dieses Konstrukt anguckt, dieser Winkel, diese Geometrie, wenn man da wirklich den ganzen Tag mit rumfährt, da will ich jetzt das Gas eigentlich nach hinten bringen, dass die Bohrung ungefähr 3 Zentimeter weiter hier sitzt, dass wir hier mit dem Gas weiter wegkommen. Dann kann man wenigstens vernünftig mit dem Fuß drücken. Das nervt mich auch. Genau, das liegt bald an. Und meine neuen Pullis sind gekommen. Ja, auch nach 6 Wochen warten habe ich sticken lassen. Ja, dieser schwarze magische Pullover, der hier schon mehr Öl und Fett und Diesel gesehen hat, der hat es eigentlich auch hinter sich. Das hat man schon selber so ein bisschen als Hommage gesehen, diesen Pullover anzuziehen. Jetzt haben wir welche sticken lassen, ne, vorne mit dem Logo drauf. Ich weiß gar nicht, wir können das mal die GoPro mal drehen. Eigentlich müsste ich das können. Auch hinten großen Rückenstick. Das wird kein kaufbarer Merch sein. Das ist die neue Werkstattkleidung. Ne, fand ich ganz cool, weil das Gedruckte, das wäscht sich sehr schnell ab. Also musste was Gesticktes her. Ja, dann Hache Unimog. 1:8. Ich habe mich jetzt endlich mal hingesetzt, habe den Krempel zusammengebaut. Es ist ein Riesentrümmer.
Und ich hoffe, dass ich Mittwoch dieses Video online kriege. Ich hänge jetzt ein bisschen nach. Wie gesagt, man wartet auf die Kamera. Die neue musste kommen. Genau, da sind ja auch einige, die das Ding verfolgen und eigentlich nur meinen Kanal abonniert haben wegen diesem Modell. Das kommt mit Glück Mittwoch. Also jetzt bald zeitnah. Ja, vielleicht drehe ich es jetzt gleich im Anschluss, dass wir das auch mal auf die Kette kriegen. Und genau. Ja, ein sehr spontanes Video, sehr spontaner Tüdel Sonntag. Es ist natürlich viel Geschnacke und viel Theorie, ja, auf alle Fälle. Ja, das ist, wenn das Kamerasystem ausfällt. Ich fange hier nicht nochmal mit dem Telefon an, da habe ich gar keine Lust zu. Und ja, also muss man da sich so ein bisschen behelfen. Ne? Ist, wie es ist. Ja, das ist er. Das Ding ist riesengroß. Wir können hier mal so eine Kaffeetasse nebenstellen. Das Ding ist so mächtig. Wiegt jetzt schon 6 Kilo. Wie gesagt, fährt ein eigenes Ding. Kommt wahrscheinlich Mittwoch. Ja, interessiert wahrscheinlich nicht ganz so viele. Aber man sieht an diesem Modell wirklich das, was am Unimog verbaut ist. Es ist sehr detailreich und echt ein schwerer Klotz. Es ist unglaublich schwer. Ja, Leute, tut mir leid. Heute kein Schrauben. Heute ist nur die blanke Theorie. Mir läuft die Zeit weg. Ich muss gleich die Karte umstecken, den Krempel kurz zusammenschneiden, hochladen, damit es bald online geht. Ja, mit dem Deutz. Ja. Er wird bald noch gefahren. Es ist Öl drauf. Ich habe neues Öl bestellt. Es ist alles vorbereitet. Ja, Riemen und Co. alles gemacht. Ja, ich komme hier gerade nicht raus. Ja, das denke ich mal, werde ich am... Ja, die nächsten Tage muss ich mal gucken, mit meinem Senior irgendwie zusammen machen. Und dann muss das Wetter besser werden. Es regnet, es ist kalt. Es ist irgendwie, ist das gerade alles scheiße. Echt, es ist... der Unimog, der steht sich hier die Füße platt. Ja, die knallen uns hier mit Salz zu. Weiß ich auch nicht. Also Salz haben wir, glaube ich, keinen Mangel in Deutschland. Nee. Ja. Das war heute der Tüdelsonntag, Leute. Also es war wirklich Tüdeln. ja. Ich hoffe, die 9er läuft besser. Also der Akku, ich guck mal hin aufs Display. Wir sind jetzt bei 37%. Ja, der Akku, der ging da gerade, ich glaube mit 84 ging er rein. Also Hunger haben die Dinger. Hunger haben diese Kameras. Die brauchen wirklich Saft, besonders wenn man das Frontdisplay anhat. Und diesen Hypersmooth anhat, weil ich kann die Kamera, die kann ich drehen. Das Bild ist wirklich stabil. Das kann das Ding. Und ich habe noch mal ein bisschen geguckt, ob es da irgendwie Alternativen gibt. DJI, wie gesagt, hat eine gute Kamera. Sie ist auch wesentlich billiger oder günstiger. Aber eigentlich kommt man immer wieder zu diesem Ding hier zurück. Ja, ja, sie können halt was, was andere nicht so gut können. Dafür haben die viel Erfahrung. Und ich hoffe, dass die 9er wirklich ein Montagsmodell war. Ich hoffe es wirklich. Genauso wie mit dem Plasmaschneider. Ja, da kriegt man natürlich auch immer noch Feuer aus allen Richtungen. Ich lasse die Kommentare meistens auch drin. Vielleicht war es Montagsgerät. Bei mir hat es nicht funktioniert. Ist so. Ja, also man muss nicht durchtesten, aber ach Leute, es ist halt so, wie es ist. Lenkrad wollen wir auch nochmal irgendwie umbauen. Das soll eigentlich alles so nebenher laufen. Das sollte eigentlich in dem letzten Video mit rein. Aber wenn man auf die Karte guckt und nichts drauf ist, kann man es auch lassen. Ach ja, ansonsten danke fürs Zusehen und danke fürs oft positive Feedback. Ja, danke für den Warenkorb-Einkauf in meiner Wunschliste. Ja, ist unten verlinkt. Ja, hat lange Zeit nicht funktioniert, weil irgendwie war da irgendwie ein Button nicht gesetzt. Ich lege doch nicht den größten Fokus drauf. Und Leute, wir sehen uns am Mittwoch. Habt einen schönen Sonntag. Bis dann.